Es ist wieder soweit. Die gruseligste Zeit des Jahres steht an und passend dazu haben wir heute ein kleines Best-of-Halloween für euch. Den Anfang machen Monster-Crossies. Dafür werden zuerst blanchierte Mandeln in einer Pfanne goldbraun angeröstet und dann in den Mixtopf gegeben und zerkleinert. Danach werden die zerkleinerten Mandeln in eine Schüssel umgefüllt, die Schüssel auf den Mixtopf gestellt und Cornflakes eingewoben. Jetzt kommt Schokolade in den Mixtopf, wird kurz zerkleinert und nach Zugabe von etwas Öl für 3 Minuten geschmolzen. Ist die Schokolade geschmolzen, kommt dann die Mandel-Cornflakes-Mischung sowie rote Beete-Saft hinzu und alles wird für 1 Minute erhitzt. Auf einem Stück Backpapier werden dann aus dem entstandenen Teig Kugeln geformt, leicht platt gedrückt und mit Zuckeraugen dekoriert. Und zu guter Letzt müsst ihr die Monster-Crossies nur noch für 1 Stunde in den Kühlschrank geben und könnt sie dann sofort genießen. Weiter geht's mit Pumpkin Pie. Dafür wird erst einmal eine Tartform eingefettet und danach der Mürbeteig zubereitet. Also Mehl, Wasser, Butter, Zucker und Salz in den Mixtopf geben und alles miteinander vermischen. Den Teig dann zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und für 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Für die Füllung kommen nun Zucker, Zimt, Ingwer, Muskat und Nelken in den Mixtopf, werden pulverisiert und erstmal umgefüllt. Jetzt wird Wasser in den Mixtopf gegeben, der Garansatz eingehangen, kleingeschnittener Kürbis eingefüllt und für 20 Minuten gegart. Dann den gegarten Kürbis in den Mixtopf geben, pürieren, mit dem Spatel nach unten schieben, Crème fraîche, die Zuckermischung und Eier zugeben und alles miteinander verrühren. Danach die Arbeitsfläche bemehlen, den Teig dünn ausrollen, die Tartform damit auskleiden, die Kürbismischung darauf verteilen und den Pie für 50 Minuten backen. Jetzt bloß noch etwas Schokolade in den Mixtopf geben, zerkleinern, schmelzen und in einen Gefrierbeutel umfüllen. Danach an einer Ecke ein kleines Loch in den Gefrierbeutel schneiden, auf dem abgekühlten Pumpkin Pie Schokoladenkreise auftragen und direkt mit einem scharfen Messer in Stücke schneiden, damit die noch flüssige Schokolade beim Schneiden mitgezogen wird und so ein schönes Spinnennetz entsteht. Ebenfalls köstlich und gruselig zugleich die Zottelmonster-Torte. Dafür wird zuerst der Backofen vorgeheizt, der Boden einer Springform mit Backpapier ausgelegt und der Rand eingefettet. Danach wird ein Kürbis klein geschnitten und der kommt dann mit Eiern, Zucker, Öl, Mehl, Backpulver, Muskat, Zimt und Salz in den Mixtopf, wird zerkleinert, mit dem Spatel nach unten geschoben und erneut zerkleinert. Den Teig jetzt in die Springform geben und den Kuchen für 60 bis 75 Minuten backen. Nun kommt Zucker in den Mixtopf, der Zucker wird pulverisiert und nach Zugabe von Butter cremig gerührt. Dazu kommen Frischkäse und rote Beetesaft oder wie in unserem Fall verschiedene Lebensmittelfarben. Alles wird vermischt und der abgekühlte Kuchen dann mit 1/3 der Creme gleichmäßig dünn eingestrichen. Die restliche Creme danach in einen Spritzbeutel füllen und von der Mitte ausgehend Streifen auf dem Kuchen verteilen. Jetzt noch schnell Schokolade schmelzen, damit Punkte auf Cake Pops tupfen und einen Mund auf die Torte malen, Zähne aus weißer Schokolade darin platzieren und die Zottelmonster-Torte servieren.